Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Real Talk Video. Ich hatte das schon so ein bisschen angekündigt in meinem letzten Vlog, dass mir die Idee dazu gekommen ist. Und zwar möchte ich in diesem Real Talk über Selbsterkenntnis sprechen, über Wachstumsschmerz sprechen, darüber sprechen, wie es denn so ist, sich so richtig harte Themen vorzunehmen und anzugucken und da einfach aus meiner Erfahrung aus auch zu sprechen. Manchmal fällt es mir leicht, Themen anzugehen, Themen aufzuarbeiten, Themen zu reflektieren. Und es gibt aber auch Zeiten oder auch Themen, die will ich mir eigentlich gar nicht angucken. Auch wenn ich natürlich sehr, sehr gut weiß, dass es umso wichtiger ist, sich diese Sachen anzugucken. Und dann habe ich auch schon Erfahrungen mit Wachstumsschmerz gemacht, also dass ich zwar eine positive Entwicklung gemacht habe, dass ich ein Thema aufgearbeitet habe, aber dass es mir eigentlich schlecht danach ging, unmittelbar danach schlecht ging. Und dass dieser Wachstumsschmerz. Und ich habe mich mit ein paar Leuten auch darüber ausgetauscht, die halt auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Auch so dieses, wenn es dir dann schlecht ging, und du aus dieser schlechten Phase wieder rauskommst, dass du eigentlich wieder so auf einem normalen Level bist. Also ne, vor dem Tief ging es dir so, dann bist du im Tief und dann geht es dir eigentlich wieder normal. Du bist jetzt nicht irgendwo da oben, aber es fühlt sich so an, als wärst du da oben, weil es dir halt einfach so viel besser geht, wenn du aus diesem Tief wieder raus bist. Und deswegen aber ist es aber auch so wichtig, dass wir diese Tiefs haben, sonst könnten wir diese Hochs einfach auch gar nicht mehr genießen. Und das ist es, ne? Wenn mein Normalzustand hier war, dann gehe ich ins Tief. Und dann ist hier wieder mein Normalzustand, dann geht es nur noch so ins Tief. Ne? Also es hat eigentlich dann doch eine ansteigende Gerade, auch wenn man mal immer wieder so ein Tief hat. Und ich glaube, bei Persönlichkeitsentwicklung ist das auch so ein, diese Tiefs sind auch wichtig und nötig und unumgänglich. Ich habe letztens auch so einen schönen Satz gehört oder so eine schöne Aussage gehört, dass wir auch vom Weg abkommen müssen, um dann wieder durch Persönlichkeitsentwicklung auf den Weg zu kommen. Also wenn wir nicht vom Weg abkommen würden, hätten wir auch nichts zu tun, um wieder auf diesen Weg zu kommen und wüssten auch wiederum diesen Weg, auf dem wir uns dann befinden, also diesen positiven Lebensweg, auch gar nicht zu schätzen und würden den dann auch gar nicht ehren. Manchmal ist Selbsterkenntnis einfach doof. Weil das, was man manchmal über sich erkennt, so will man ja gar nicht sein. Also man trägt ja Eigenschaften in sich, die man gar nicht mag. Oder legt Verhaltensweisen an den Tag, die man doof findet. Und von Verstandsebene kann ich auch sagen, warum das doof ist und wie das doof ist und dass es eigentlich total sinnlos ist. Aber mein Körper mit all seinen Prägungen und all den Dingen, die er erfahren hat, lässt sich da halt nicht so einfach vom Verstand überzeugen. Und dann ist Selbsterkenntnis manchmal einfach doof, wenn man Dinge über sich erkennt, die halt einfach scheiße sind, die einfach auch nervig sind und die dir das Leben einfach nur sinnlos schwer machen. Aber es braucht diese Erkenntnis. Also ich muss erkennen, dass ich Schwachsein als Schwäche empfinde, um es aufarbeiten zu können. Also nur wenn ich diese Erkenntnis habe, kann ich es doch für mich umwandeln, dass es eine Stärke ist, Schwäche zuzulassen. Dieser Weg dahin ist nicht einfach. Aber wenn ich dann einmal da bin, wenn ich einmal das Bewusstsein habe, dass es eine Stärke ist, schwach zu sein, habe ich so viel mehr erreicht, habe ich mein Leben um so viel mehr verbessern können. Und deswegen ist diese Selbsterkenntnis, so doof die auch ist, erstmal wichtig. So hart der Weg dann ist und so sehr man sich dann auch manchmal motivieren muss, weiterzumachen, all das lohnt sich, um dann dahin zu kommen, von sich sagen zu können, es ist eine Stärke, schwach zu sein. Und da kommt man dann halt auch manchmal zu diesem Wachstumsschmerz, weil dieses Größerwerden,
klüger werden, weiser werden, wie auch immer man das betiteln möchte, das ist ein steiniger Weg dahin. Und manchmal ist man da oben auch ziemlich allein. Und manchmal musste man auch harte Entscheidungen auf diesem Weg treffen. Menschen hinter sich lassen, Gewohnheiten hinter sich lassen, Persönlichkeitsanteile von sich entdecken, die man nicht gut findet. Und das ist hart, das ist anstrengend, das möchte ich nicht beschönigen, aber es ist all das wert. Dieser Mensch, der ich heute bin, das war harte Arbeit und ich weiß, es liegt noch viel, viel mehr harte Arbeit vor mir, weil wie bei einer Zwiebel legst du halt Schicht um Schicht frei und erst im Kern kommen ja die wirklich harten Geschichten. Ne, am Anfang legt man halt so die ersten Sachen frei. Das ist noch okay, aber es ist schon anstrengend und es wird aber immer härter, weil erst im Kern der Zwiebel kommen die richtig, richtig fiesen Sachen zum Vorschein, die man auch am Anfang gar nicht so erkennen konnte. Und deswegen weiß ich, dass das noch ein langer Prozess ist und dass der nicht einfacher wird. Aber alles, was ich dadurch gelernt habe, der Mensch, der ich heute geworden bin, die Gefühle, die ich freigelegt habe, die Liebe, die ich freigelegt habe, das ist all das wert. All die Tränen, all die Wut, all das, all die Verzweiflung, all das, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ist das alles wert. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe eine Sache, die ich mir hätte angucken müssen, fast drei Jahre vor mir hergeschoben. Nicht ganz drei Jahre, aber fast. Ich wusste, ich muss mir das Thema angucken. Ich wusste, ich muss das aufarbeiten. Ich wusste, dass es mich sehr, sehr stark belastet hat. Und ich habe es mir um Gottes Verrecken einfach nicht angeguckt, aus Angst. Weil natürlich habe ich manchmal Angst davor, was dann passiert, wenn man erstmal damit anfängt. Was da für Gefühle hochkommen, was dann noch so alles zum Vorschein kommt, was dann da mit mir passiert. Und manchmal ist auch noch nicht die richtige Zeit oder man hat noch nicht die richtigen Menschen gefunden, die einem dabei helfen. Weil ich wusste, bei diesem Thema brauche ich auch einfach Hilfe. Und ich habe nicht konkret nach jemandem gesucht. Und als ich den Menschen kennenlernte, wusste ich auch nicht, dass er dafür in mein Leben getreten war. Und wir hatten dann eine Coaching-Session und bei der zweiten Coaching-Session ging es dann schon an dieses Thema. Und das habe nicht ich zur Sprache gebracht, sondern sie hat gesagt, es ist jetzt dran. Und ich wusste, dass das Thema der nächsten Session ist und ich hatte halt auch echt so ein bisschen Schiss davor, aber ich war auch froh darüber, es mir endlich angucken zu können. Und ich habe noch nie so viel vor einem anderen Menschen geweint, glaube ich, wie in dieser Session. Also es war schon echt hart. Ich habe schon echt viel geweint. Es war schon echt anstrengend. Und es war aber auch eine gewisse Art von Erleichterung da. Es war auch, ich musste was loslassen und das war halt auch echt nicht schön. Also diesen Teil wollte ich nicht loslassen. Den wollte ich, um alles in der Welt wollte ich den festhalten. Aber das war halt genau das Falsche. Und ja, also diese Session, die war echt hart. Und danach, und das war, glaube ich, auch so der größte Effekt, den ich bisher hatte, was es dann im Nachhinein mit mir gemacht hat. Ich hatte eigentlich eine andere Art der Veränderung erwartet, die dann auch eingesetzt hat. Aber dass ich mir diese Sache angeguckt habe, hat so viel Energie in mir freigesetzt. Das war krass. Also ich wusste, dass es nicht normal war, dass ich mich wirklich jeden Tag Minimum eine Stunde hinlegen musste, weil ich sonst den Tag nicht überlebt hätte. Und ich habe mir diese Zeit auch genommen und es war auch in Ordnung für mich. Aber ich wusste, ganz so normal ist es nicht. Dass jetzt das die Ursache war, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber seit ich das mir angeguckt habe, seit ich das aufgearbeitet habe oder jedenfalls zum Großteil aufgearbeitet habe, habe ich so viel mehr Energie, ich brauche das mittags nicht mehr. An manchen Tagen schon, ja, aber an den meisten Tagen brauche ich es einfach nicht mehr. Ich habe mittags um eins noch dieselbe Energie wie morgens um neun. Und das war vor ein paar Wochen, war das noch undenkbar. Da bin ich bald beim Essen eingeschlafen. Da hätte ich nachmittags 16 Uhr nicht erlebt, wenn ich mich nicht mittags eine Stunde hingelegt hätte.
Es hat so viel Energie in mir freigesetzt. Und da wird erstmal klar, wie groß diese Energiefresser sind, diese unaufgearbeiteten Dinge, die wir in uns haben, wenn wir auch so dagegen ankämpfen, wie viel Energie das eigentlich frisst. Ich wusste das, ich habe euch das auch erzählt, dass wenn man gegen etwas ankämpft, dass das Energie frisst. Aber dass es so viel Energie ist und dass es sich täglich zeigt, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Und das war für mich aber so ein Motivationsschub. Also wenn man sich einmal so eine richtig heftige Sache angeguckt hat und das so ein positives Erlebnis hinten raus war, ist man dann halt auch motiviert, sich die nächste doofe Sache, die dann halt irgendwann kommen wird, auch anzugucken. Und was mir auch geholfen hat, ist, man hat ja so einen Schatten. Also es gibt ja so Persönlichkeitsanteile an sich, die man kacke findet. Die findet man, also die erkennt man am besten daran, dass man die an anderen Personen scheiße findet und dann so für sich reflektiert, ah scheiße, eigentlich bist du genau so. Und diese Schattenanteile von mir, die kenne ich und ich habe auch angefangen, die für mich anzunehmen oder das Positive daran zu sehen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Reden wir weiter über den Schatten. Also das sind so Teile, man hat ja so ein bestimmtes Bild auch von sich, wie man denkt, wie man ist. Und dann kommt da irgendwas und man sagt sich so, an anderen fände ich das doof, an mir selbst finde ich es halt auch doof. Und dann guckt man sich halt an, wie man das für sich in eine positive Richtung lenken kann. Also was kann ich selbst tun? Was habe ich vielleicht schon, und da bin ich wahrscheinlich ein paar Schritte weiter, was habe ich schon für Werkzeuge, die ich jetzt nutzen kann, um mir dieses Thema anzugucken? Oder wenn ich es halt nicht selber kann, erstmal offen für Hilfe zu sein und dann vielleicht auch wirklich mal ganz konkret nach Hilfe zu suchen. Und ich hatte heute früh erst ein Gespräch, wir haben uns eigentlich über Selbstliebe unterhalten und um das viele Geld, was wir so in unsere Optik investieren, seien es jetzt Klamotten, Schuhe, weiß ich nicht, Friseurbesuch, keine Ahnung, Make-up. Und wenn man dann halt mal auf der anderen Seite sieht, wenn ich das Geld, was ich für Klamotten ausgebe, 1:1 in die Hand nehme und es für Coaching einsetze, habe ich halt einen so viel höheren Effekt davon, als von dem hier, mit dem ich mich nur äußerlich irgendwie so ein bisschen verschönere, weil hier mit dem Coaching ist was da passiert, hier drin was. Da passiert natürlich auch was mit meinem Äußeren, natürlich habe ich dann eine ganz andere Ausstrahlung, aber es ist viel, viel mehr wert, was hier passiert, was dann mit meinem Leben passiert. Das können ein paar Schuhe niemals leisten, was eine Stunde Coaching leisten kann. Aber das ist etwas, auch darüber haben wir gesprochen, du musst diese Erfahrung erst einmalig gemacht haben. Du musst erst einmal so eine positive Coaching-Erfahrung gemacht haben, damit du das weißt. Das kann ich euch jetzt erzählen, das bringt euch aber nichts. Erst wenn man diese Erfahrung wirklich mal gemacht hat, was das Coaching für einen Wert hat, im Gegensatz zu dem Paar Schuhe oder von mir aus auch dem Wellnessurlaub, der hat auch nicht so einen großen Effekt wie das Coaching hier. Erst dann ist man auch bereit, da weiterzugehen und das wieder und wieder und wieder und wieder zu tun und sich dann lieber 5 Paar Schuhe nicht zu kaufen und lieber das Coaching bei halt jemandem zu gönnen. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich zu diesem Thema Selbsterkenntnis und dass das manchmal Kacke ist und Wachstumsschmerz und was es aber auch für positive Seiten mit sich bringt, erzählen wollte. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, wie das bei euch ist. Ob ihr euch manchmal scheut, Themen anzugucken, ob ihr schon positive Erfahrungen damit gemacht habt, euch negative Themen anzugucken und das vielleicht gerne mit uns teilen wollt. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen und hoffe, dass euch dieser Real Talk wieder gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!